Willkommen Leute, wir sind hier zurück bei The Legend of Zelda Twilight Princess und zwar in dem Rätselraum, wenn ich ihn mal so nennen darf, von der Bergruine, wenn sie so hieß. Oh Mann ey, ich bin wieder so unsicher. Er ist wieder so unsicher. So, und zwar müssen wir weiterhin irgendwie mit den Kisten an diesen Schalter rankommen. Ich habe mir das Ganze in der Zwischenzeit nochmal angesehen und bin zu dem Schluss gekommen, dass eine Kiste hier stehen muss, wo hier gerade sogar schon eine Kiste steht. Ja, und die andere muss halt von der Seite hier aus da rangeschoben werden. Ja, das ist genial, ich weiß. Sowas von genial. Die Frage ist halt, wie komme ich zu diesem Punkt, wo ich hin will? Keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung. Ich denke, wir schieben einfach mal wieder ein bisschen rum. Ist das eigentlich die Ausgangsposition, die wir von Anfang an hatten? Müsste ja eigentlich. Ah, wobei, ich glaube, ich weiß schon, wie ich es mache. Warte mal, ist es jetzt wirklich so einfach? Oder? Kommt er da, wenn er jetzt durchkommt, dann haben wir es doch, oder? Ja. Oh Mann. Jetzt ärgere ich mich, dass ich es so schnell geschafft habe, weil es schon wieder so aussieht, als hätte ich es nachgeguckt, aber ich schwöre es euch, ich hab's nicht. Ja, ihr dürft mir an der Stelle auch einfach mal glauben. So. Wir haben es geschafft. Ich habe einfach nur vor der Aufnahme gründlich überlegt. Ja. Und die Kisten standen da schon so und dann, ne? Dann war es jetzt im Endeffekt ein bisschen einfach. So. Aber wie dem auch sei, wir dürfen auf jeden Fall weitergehen, ja. Tut mir weiterhin ein bisschen leid, dass es immer noch so unregelmäßig kommt, die ganze Sache hier. Weil ich habe im Moment viel um die Ohren und bin leicht krank. Ich weiß nicht, ob man es hört, wahrscheinlich eher nicht, aber nee, das hat nicht funktioniert, ne? Was ist das hier? Hä? Ach, Moment. Das könnte so eine Geschichte sein, oder? Wo wir... Ja. Der hat daran gedacht, dass man sich verwandeln kann. Krasser Typ. Ja, ich weiß. So. Naja, okay. Ey, das sieht so aus wie eine Tür für ein Herzteil, wenn da schon so ein Herzteilschloss vor ist, oder? Würde auf jeden Fall Sinn machen. Oh, und das Ganze sieht ein bisschen größer aus, als ich vielleicht dachte. Ist aber halt auch ein kompletter Dungeon. Das habe ich als solches noch gar nicht wirklich wahrgenommen. Weil, naja, es sieht aus eigentlich wie ein kleiner Abschnitt und ist eigentlich auch relativ nett designt. Wo sind die? Ja, dadurch, dass wir noch diese netten Typen da haben. Wie heißt er nochmal? Dieses Bergmonster. Was eigentlich ein ganz guter Gastgeber ist. Ah. Der eigentlich ein ganz guter Gastgeber ist und naja, es kommt alles irgendwie ein bisschen nett rüber, auch wenn wir ja natürlich Gegner haben und so ein Zeug. Ach, komm schon, du noch. Ah, jetzt hat er den anderen nicht erwischt. Komm schon. Gut, so, als Wolf konnten wir Truhen öffnen, ich erinnere mich, ja. Ja, ein roter Rubin, krass. Ne, also es kommt für den Dungeon alles noch ein bisschen nett rüber, finde ich. Was ist das? Keine Ahnung, Mann. Ha? Wolltest du das sagen? Mit einer? Ich verstehe nicht so ganz, wieso hier teilweise Gegnermusik kommt. Oder das war doch... Ah, Moment. Wir können auf jeden Fall hier lang. Jedenfalls, wenn wir uns verwandeln, denke ich. Denn als Wolf können wir keine Türen öffnen. Macht ja auch einfach nur Sinn, ne? Es macht Sinn. So, jetzt kommen wir auf die andere Seite von dem vereisten Ding. Genau. So, und hier sind auch Gegner. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Einfach nur draufhauen. Okay, ich dachte, wir müssen vielleicht das rote Auge treffen. Würde nur Sinn machen, ne? Wenn wir das rote Auge treffen müssten. Aber okay, man kann es einfach so zerschlagen. Oh. Fuck. Wieso? Tell me why. Wieso können wir das nicht aufmachen? was ist denn das? Soll das... Ja, es ist ein Schloss, ganz eindeutig, aber... Oh Mann, ey. Ich bin mir eigentlich relativ sicher gewesen, dass wir keinen Schlüssel oder so verpasst haben. Na, wobei, können wir in dem Bereich, können wir jetzt irgendwie auch nichts machen, weil ja alles vereist ist irgendwie und wir da nicht durchkommen. Ja. Im Großen und Ganzen müssten wir eigentlich nochmal zurückgehen und einen Schlüssel suchen. Ich probiere nochmal, ob es irgendeinen Trick als Wolf hier gibt. Ob man mit dem Gespür vielleicht irgendwas findet. Nee, aber, nee. Das Einzige, was solche Geräusche macht, ist dieses komische Eis.
Ja, und ansonsten... Nee, so geht's nicht weiter. So geht's nicht weiter. So, wollen wir uns nochmal zurückverwandeln? Ich denke schon, müssen wir sogar. Ah, Mann, da müssen wir den Weg, den wir zurückgelegt haben, auf einen Schlüssel untersuchen. Aber vielleicht hat's was mit diesem komischen Ding hier zu tun. Das könnte auch der obere Teil einer Truhe sein, oder? Warte mal, wenn wir das so betrachten. Ach komm, tiefer Schnee, jetzt ernsthaft. Können wir vielleicht irgendwas auf die Eisfläche hier drauf fallen lassen oder so? Gibt's irgendeinen Trick, wie man das Eis wegmachen könnte? Ja, mit der Lampe bestimmt. Ui. Es könnte eine Truhe sein, ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist es auch ein Hebel oder so. Mal sehen, haben wir denn irgendetwas? Ja, na gut, das wird nichts bringen wahrscheinlich. Man kann es ja trotzdem mal probieren. Man kann es immer noch probieren. So, oh Mann, ey. Kommen wir da nicht irgendwie rüber? Auch nicht, ne? Vielleicht sollte ich mich nochmal zum Wolf verwandeln und gucken, ob es hier als Wolf irgendeinen Trick gibt. Manchmal sagt ihr auch mit einer, ey, komm, ich bring dich da rüber und wir können voll hoch springen und, ja. Manchmal geht es dann wieder nicht, komischerweise. Ach, wir können einfach wühlen. Krass, und da wird der Schlüssel drin sein. Da wird der Schlüssel drin sein. Come on. Ja, krass. Okay, ja, hat jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Das finde ich schön. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. So, aber in Zukunft, naja, sollte ich vielleicht öfters zwischen Wolf und Mensch hin und her wechseln. Ist zwar immer ein bisschen nervig. Sind die Gegner wieder da? Nein. Ist zwar immer ein bisschen nervig, aber naja, wir sehen ja, es muss auch mal sein, ne? Trotzdem, ich habe da jetzt irgendwie keine Truhe erwartet, von daher musste da auch erstmal drauf kommen. So, die Dinger. Wir versuchen es mal mit Pfeilen. Oder mit dem Ding vielleicht sogar, da müssten wir keine Pfeile verschwenden. Na, ich habe schon mal bessere Waffen gesehen, also... Nein, das wollte ich gar nicht. Will der Wirbelattacke machen? Ja. Wenn ich X halte... ich meine Z halte, dann kann mir eigentlich nichts passieren, wollte ich gerade sagen. Und in dem Moment, hat er mich getroffen, aber von hinten. So, okay, die Dinger sind eigentlich nicht so schwer. Es war immer ein bisschen tricky, wenn die da so rumgleiten, aber okay. Läuft doch, mehr oder weniger. Wir sind fast am Ziel. Was war nochmal das Ziel? Oh Gott, ich habe wieder die ganze Story vergessen. Das ist unglaublich. Wir suchen irgendeinen Gegenstand, der sich anscheinend da drin befindet. Allerdings sagt mir mein... Gefühl, meine Intuition verrät mir, dass wir so einfach nicht dahin kommen. Gerade der Raum sieht mega nach einem Battle-Raum aus und das Ding, spielt das vielleicht auch eine Rolle? Ja. Es war so klar, was seid ihr denn für Viecher? Ah! Ja, naja, wie soll ich das sagen, ohne dass es doppeldeutig klingt, aber lange Schwerter. Ah, vielleicht... Die Schildattacke irgendwie. Ah, das wollte ich alles gar nicht. Okay. Warte mal. Wir können ja unsere Tricks vielleicht machen. Oh Gott. Ja, könnte man in der Theorie, ne? Ja. Nein, schade. Ja. Ja. Das läuft fast gut. Ich überlege, ob ich mich zum Wolf, in den einen Wolf verwandeln sollte. Oh, den anderen einen haben wir schon besiegt. Komm schon, lenkt ihn das ab? Nee. Vielleicht kann man sie so leichter besiegen, aber es geht auch gerade so ganz gut. Und jetzt, bam, finish him. Bam. Krass. So, trotzdem glaube ich immer noch nicht, dass wir jetzt an unserem Ziel sind, oder? Der Dungeon wird bestimmt noch viel größer sein. Nee, irgendwas... Irgendwas... Stimmt dann nicht. Ich meine... Das könnte jetzt... Was könnte das jetzt sein? Ein Ordon-Kürbis. Wow. Was ist das? Der gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollten wir nicht noch einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnert, wo der Schlüssel ist? Oh Mann, ich habe wieder alles vergessen, ey. Jetzt weiß ich gar nicht, was es damit auf sich hat. Wir sollten irgendwas für diese olle Monsterbraut da holen. Also, ne, der Frau von dem krassen Typen da, der mit uns da so rumgegleitet ist. Und das war anscheinend dieser Kürbis. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Schlüssel von ihr, sodass wir woanders durch können oder so. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Wenn nicht, dann halt nicht. So. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir haben gar nicht die Tante gefunden. Ja. Ich meine, das ist auch jetzt... Wir haben ja jetzt festgestellt, es ist ein vollständiger Dungeon. Ja. Also müsste es hier eigentlich auch diese Tante geben, aber die haben wir nicht gefunden. Ja. Fällt mir natürlich jetzt auf, wo sie gerade ausnahmsweise mal praktisch wäre. Hm, dann könnten wir uns dahin porten und schnell dahin gehen, aber... So müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen und immer wieder switchen und so weiter. Oh. Ja. Ist geringfügig nervig, müssen wir aber alle durch. So. Wo sind wir so? Wo sind wir so? Wo sind wir? Okay. Wir dürften jetzt schon beim Alten sein. Gut. Warte mal. Ja, nur Krüge. Okay. Also, da sind nur Krüge. Ja. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Secret oder so. Wobei, ich könnte auch später nochmal gucken, ob da was drin ist in den Krügen. Irgendwas ganz Tolles. So, was geht? Hast du ihn gefunden? Hä? Ein Kürbis? Wie kommt der denn hierher? Oh, Entschuldigung. Mein Mann ist gerade in der Küche. Würdest du ihm wohl den Kürbis bringen? Ich werde versuchen, mich irgendwie zu erinnern. Ja, super. Und wenn ich deinem Mann den scheiß Kürbis bringe, dann erinnert er sich... Erinnerst du dich oder was? Keine Ahnung, Mann. Warte mal, mir ist gerade was eingefallen. In den Krügen könnte auch rein, Theo... Ja, da ist er doch, warte. Wir machen eine krasse Wirbelattacke, da ist die Tante. Habt ihr vielleicht gemerkt? Ach schade, wir können gar keine Wirbelattacke hier drin machen. Dann halt nicht. So, dann komm halt irgendwie raus. Ja. Ja, die lässt sich ihren Auftritt natürlich nicht nehmen. Will jetzt noch einen schönen Dialog halten. Oh, ich bin endlich draußen, oh, du, der nette junge Mann von vor 5000 Jahren. Oh, wir haben sie, so eine Überraschung. So, ich habe die noch gar nicht benutzt, kann das sein? Ich glaube, in keinem Dungeon war es irgendwie nötig. So, haben wir das... Haben wir den Kürbis einfach hier? Oder haben wir den einfach bei den Gegenständen, oder... Okay. Er ist bei den Dungeon-Items verzeichnet. Interessant. Ja, gut, dann müssen wir wahrscheinlich einfach mit ihm reden, ne? Jo, was... Was geht? Reden. Ja. Komm schon, wir reden gerne mit dir. Oh, welches Aroma wäre jetzt wohl am besten? Kürbisaroma. Oh, 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 Kürbis. Hast du einen Kürbis? Nett. Oh, geil, ein Kürbis. Es sieht sehr lecker aus, der ganze Fisch noch da drin. Oh, danke. Probier doch mal. Was? Da können wir uns jetzt auch wieder nur was auffüllen, ne? Ich trinke mal den... anderen Saft. Wir können uns sowieso mal ein paar Herzen auffüllen. Ja, füllt jetzt nicht so viel auf. Vielleicht füllt er jetzt ein bisschen mehr auf, man weiß es nicht, aber naja, das wäre jetzt auch nichts von krasser Wichtigkeit. Wobei, warte, ich trinke sie erstmal einmal, aber ich glaube, wir müssten vielleicht die ganze Suppe hier ihrer Frau bringen, oder? Das könnte auf jeden Fall sein. Ne? Auf jeden Fall würde dann ihr Gerede gerade mit, oh, wenn du meinem Mann den Kürbis gibst, dann würde ich mich bestimmt erinnern, das würde dann halbwegs Sinn machen. Vielleicht brauchst du einfach nur eine Suppe. Ja. Das könnte auf jeden Fall sein. So. Hast du ihm den Kürbis gegeben? Vielen Dank. Ich glaube, mich zu erinnern. Vielleicht in diesem Zimmer. Hier, wo das Zeichen, wo ich das Zeichen gemacht habe. Ja, geil. Wie soll ich da hinkommen? Wie soll ich denn kommen? Wie zur Hölle? Irgendwie von da aus oder so. Gibt es vielleicht noch einen Tipp? Würdest du bitte mal nachschauen? Ah. Okay, das erklärt alles. Boah, ich finde den Dungeon mega cool, ohne Witz. Dass hier immer so eine Tür geöffnet wird. Ja. Hat irgendwie auch was Nettes. Es hat was Nettes. Komm schon. Komm schon. Boah. Der ganze tiefe, das ganze tiefe Schnee gedönst. Komm schon. Ja, ja. Er traut sich nicht, der traut sich nicht. Komm mal ran. Ah, vielleicht doch zum Wolf werden. Okay. Wenn er mich anspringt, dann ist er am Arsch. Dann ist er am Arsch, habe ich gesagt. Komm schon. Hat der andere nicht nur einen Schlag einstecken müssen? Wahrscheinlich eher nicht. Boah, die kommen ja alle wieder, ey. Die kommen ja wieder. So. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ah. Können die sich irgendwie gegenseitig wiedererwecken oder wie war das gerade? Ah, komm schon. Komm schon. Oh Mann. Ich will doch nur, dass du einen Schlag einsteckst. Wieso greift er mich jetzt nicht an?
Bäm, okay. Vielleicht greift er mich an, wenn ich im tiefen Schnee stecke. Das könnte auf jeden Fall sein. WTF! Hm. Vielleicht brauchen wir diese Kanone hier. Kann das sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn wir die... Wir drehen die vielleicht einmal. Vielleicht noch weiter? Geht er nicht noch weiter? Ja, das geht noch weiter. Ich glaube, wir müssen auf den schießen, aber ich denke, wir haben keine Munition da drin, oder? Nee, haben wir auch nicht. Haben wir fast gedacht. Vielleicht können wir auch daran schießen, wenn wir denn Munition hätten. Was haben wir denn hier? Kommt da vielleicht... Ist das nicht ein Munitionsautomat oder so? Oh, ich habe keine Ahnung, Mann. So. Vielleicht... Ah, aber ich weiß wahrscheinlich, wo wir Munition herbekommen. Aus dem Raum. Ja, jetzt kommt's. Aus dem Raum, wo wir hingehen werden. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir haben den einen oder anderen Raum gerade übersprungen. Kann das sein? Irgendwas fehlt dann noch. Oh, da haben wir doch so eine Kugel. Aufheben. Ah, die bräuchten wir da aber für diesen Raum, logischerweise. Ah. Und wenn ich einmal getroffen werde, dann ist es wahrscheinlich vorbei, oder? Das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit bei der Sache, ja. Gut, deshalb sollte man vielleicht den einen oder anderen Typen hier besiegen. Wäre wahrscheinlich eine schlaue Idee. Ja, das war natürlich auch eine schlaue Idee. So. Wow. Ja, den besiege ich lieber auch nochmal. Komm schon, auf Verdacht, auf Verdacht. Er kommt vielleicht zurück. Nee. Ah. Ich schüttel hier wie ein Bekloppter. So, okay. Ah, okay, da liegt sie ja noch. Dann ist ja alles chillig. Ich dachte, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Warum auch immer ich das dachte, aber die Kugel despawnt logischerweise nicht. WTF. Was ist gerade passiert? Ich habe gerade für eine halbe Sekunde weggeguckt. Da will ich nicht so schnell laufen, oder was? So. Dann tut mal rein. Laden. Ist die geladen? Sieht so aus, oder? Jetzt sag nicht, ich habe die irgendwie daneben gesteckt oder so ein Scheiß. Ach ja, worauf soll ich überhaupt schießen? Wahrscheinlich hier direkt links, ne? Da hätten wir auf jeden Fall einen guten Winkel. Ach so, klar. Moment, so eine Kanone, die benötigt eigentlich Feuer, oder? Ich hoffe jetzt, dass ich die Kugel nicht irgendwie, dass sie nicht irgendwie daneben gebackt ist oder so. Ja, und irgendwie klappt das nicht. Irgendwie klappt das nicht. Hä? Ich hab sie doch geladen, oder nicht? Moment mal. Hier ist eine Anleitung. Führe als Kugel, setze Bomben, entzünde. Ach so. Also nicht mit Feuer zünden, sondern mit einer Bombe? Also die auch da reinstecken, oder was? Okay. Scheint richtig zu sein. Bäm! Und dadurch hat sich jetzt ein neuer Weg geöffnet, anscheinend. Puh, eventuell gibt's hier noch... Oh, ich glaube, ich weiß, wo ein Herzteil sein könnte. Da ist doch 100 pro hier ein Herzteil, oder? Bestimmt. Bestimmt! So. Da bräuchten wir aber eine neue Kugel, oder? Also eine Bombe allein reicht ja jetzt nicht. Wie wir festgestellt haben. Also. Nur eine Kugel. Ah, fuck, ey. Geh weg. Ah, ich hab's geahnt, ey. Die nerven einfach nur. Ach, komm schon. Vielleicht haben wir Glück und wir können da irgendwie durch. Auch wenn jetzt alles wirklich verrückt spielt, aber... Wow. Mit dem richtigen Touch... Klappt das vielleicht? Also ja gut, man kann die Kanone aber nicht wirklich bewegen, ne? Ha, ich weiß nicht, aber irgendwo könnte was sein. Vielleicht auch da links, aber da weiß ich jetzt nicht, wie der hinschießen soll. Gibt's vielleicht noch eine Kanone? Ne, irgendwie nicht, ne? Irgendwie nicht. So. Wie machen wir das am besten? Ich denke, wir schießen einfach mal darauf. So. Das dürfte doch klappen, oder? Treffen wir das? Ich denke schon. Okay. Ah, hat getroffen. Ach, komm schon. Please. Noch eine Kanonenkugel und eine Truhe. Okay. Puh. Ja, 5 Bomben. Okay. Da, also quasi der Nutzen von diesem Raum ist
also von diesem Secret war, dass wir nochmal schießen dürfen. Das ist natürlich krass. Aber hier... Warte mal, was ist ja nicht hier drin? Das ist nur eine Abkürzung. Ich denke, wir müssen das da links abschießen. Das könnte doch ein Herzteil sein, oder? Ich rede ja die ganze Zeit von Herzteilen, allerdings habe ich natürlich keine Ahnung. Es könnte halt einfach nur sein, ja. Es könnte halt einfach nur sein. Aber, naja, mal gucken, ob wir das überhaupt treffen. Naja, müssen wir gucken. Ich bin halt noch kein Kanonenexperte. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Das wollte ich jetzt einmal cool sagen, tatsächlich. Stopp mal. Nee, das geht nicht. Der dreht jetzt eine ganze Runde weiter. Das funzt nicht. Können wir vielleicht einfach... Ja, das würde jetzt keinen Sinn machen, wenn das gehen würde. Aber... Nee, die Bombe vereist. Gut, dann kriegen wir vielleicht ja ein Item, mit dem wir das einfach so kaputt machen können. Wir werden sehen. So. Auf jeden Fall ist da jetzt ja keine Munition drinne. In dem Secret, was wir finden werden, sondern irgendwas anderes. Vielleicht das Dungeon-Item, das richtige Dungeon-Item und nicht so ein dreckiger Kürbis. Ach du Scheiße. Was soll das denn? Ja, was soll das denn? Shit. Alter, das kann scheiße werden. Das wird sowas von dreckig. Das wird sowas von dreckig sein. Wir besiegen die Viecher vorher. Weil ja, natürlich erstmal gegen den Pfeiler rollen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ah, komm. Und? Wer will nochmal? Ah, vielleicht kann ich den damit runter... Upsala. Runterschießen. Eigentlich wollte ich... Ich wollte eigentlich ein anderes Item auswählen. Moment mal. Oh, ich dachte, ich hätte gerade eine Truhe da schweben sehen. Oh Mann. Ne, ich meinte das hier. Damit könnte man die doch ein bisschen wegschießen. Ne, irgendwie doch nicht. Dann nochmal mit Pfeil und Bogen versuchen. Die könnten nämlich nervig werden, die Dinger. Komm schon. Bäm! Okay, es klappt auf jeden Fall. Dann, bevor die uns Ärger machen, machen wir das doch. Schießen wir die doch einfach alle weg. So, komme ich da denn rüber, so mit einem Sprung? Ah! Ja. Das wusste ich nicht. Wehe, die Gegner sind respawned. Dann breche ich in die Ecke und die Gegner sind respawned und ich schieße jetzt nicht ab, oder? Oh, die auch. Aber war eigentlich klar, dass die auch respawnen, oder? Eigentlich klar, okay, da räumt ihr mit ab. So, eigentlich müsste hier noch eine Eisfledermaus Fledermaus sein, oder? Wo ist die? Oh nein. Oh, über uns hinweg. Krass, ich habe mich extra geduckt. Selbstverständlich. So, komm schon. Geil, okay. Dann haben wir jetzt wieder freie Bahn. Ah. Komm schon, geh hoch. Oh Gott. Der Nunchuck der Wii ist nicht der beste Controller, das wissen wir alle. Schalalalala. Ah. Moment, wenn ich da jetzt... Wieso ist hier noch eine? Wenn ich da jetzt geradeaus gehe, dann fahre ich doch runter, oder nicht? Dann springe ich doch hier rüber. So, und da dürfte ich jetzt einmal... durchrutschen tatsächlich, wenn ich nur geradeaus gehe. Nicht! Scheiße. Aber wieso denn? Ich dachte, das klappt. Oh ja. So, dann dürfen wir uns zum dritten Mal um die Fledermäuse kümmern. Und um euch natürlich auch. Wir gehen nur langsam die Pfeile aus. Wir sollten es demnächst vielleicht mal schaffen, eventuell, ja. Wäre eine Idee. So. Bäm. Okay, vielleicht einen anderen Weg. Dass wir irgendwie... diese Eisstellen quasi umgehen. Das muss ja jetzt irgendwie möglich sein, ne? Ich meine, hier rutsche ich jetzt einfach nur runter. Das passt. Oh, hier ist noch einer. Genau. Nein! Oh, fuck! Oh, nee. Mann, nee. Ich habe keinen Bock mehr. Jo. Oh, komm schon, Nummer 1. So. Wo ist Nummer 2? Soll es gleich kommen, wenn ich hier hingehe, genau. Und der dritte kommt dann auch mittendrin. So. Der dritte dürfte jetzt kommen. So, genau. Und zack. So, dann müssen wir jetzt hier... Oh Gott. Man ist ja jetzt natürlich sofort gierig und will zur Truhe, aber... Das geht natürlich nicht gut.
Selbstverständlich. So, dann können wir erstmal hier lang. Und dann haben wir es auch eigentlich. Ja. In der Theorie hätten wir es jetzt zumindest, wenn ich nicht völlig beschränkt bin. Und das ist er nicht. Bäm. Krass. So. Dann zeig doch mal her. Es ist eine große Truhe. Das könnte ein Dungeon-Item sein oder auch ein Kompass. Man weiß es noch nicht. Und... Oh, ein Kompass. Na, wobei, jetzt wissen wir wenigstens... okay. Jetzt wissen wir wenigstens, ob meine Theorie stimmt, dass... Ach komm, wir rutschen jetzt einfach mal runter. Dass meine Theorie stimmt, dass, naja, da vielleicht Truhen sind hinter diesen Eisdingern. Also wissen wir zumindest, wenn wir einmal drauf geguckt haben. Und ja, hinter einem der Dinger ist eine Truhe. Und die roten Punkte, ich glaube, das sollen Kanonen sein. Ja, also hier hinter ist ein Schatz. Ein Schatz, der kaputt gemacht werden will, beziehungsweise geholt werden will, besser gesagt. Oh, nee. Aber da können wir, glaube ich, gerade nichts machen. Eventuell kriegen wir halt ein Item, womit wir das Eis einfach so kaputt machen können. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber hier liegt auch einfach so eine Truhe gleich rum. Ach ja. Genau. So, jetzt sind hier wieder die Wölfe, ne? Genau, und ich glaube... beim Kampf gegen die Wölfe verwandle ich mich doch auch lieber in einen Wolf. Ah, schade. Ach doch, er hat beide besiegt, okay. Habe ich jetzt gerade so nicht gesehen. Und hierfür brauchen wir halt einen Schlüssel, okay. Aber wir wissen ja, dass... Hier ist eine Truhe, hä? Wieso ist hier eine Truhe? Ah! War eigentlich logisch, aber diesmal hat man die halt gar nicht gesehen, ne? Gut, dass wir den Kompass haben. Ah, wir müssen noch mehr wühlen. Gut, kein Problem. Null Problemo. Kann man eigentlich aber auch nur mit dem Kompass finden, oder? Na komm, jetzt mach's mal auf. Und da wird jetzt ein Schlüssel drin sein. Denn... Gut, dann passt doch eigentlich alles mehr oder weniger, ne? Wir kommen eigentlich relativ gut durch. Ich dachte zwischenzeitlich, dass ich hier einen Weg ausgelassen hätte. Aber nein, das hatte alles seine Richtigkeit. Und hier finden wir Kanonenkugeln. Ja. Die auch als rote Punkte verzeichnet sind. Okay, sind wahrscheinlich doch nur Kanonenkugeln. Also die roten Punkte sind doch nur Kanonenkugeln und nicht die Kanone selbst, glaube ich zumindest. So. Da können wir jetzt... muss man das hier verstehen? Hä? Das check ich nicht. Da kommen wir jetzt erstmal so nicht durch. Die Tür ist jetzt hinter uns zugefallen, oder? Also, ne, die könnten wir natürlich öffnen. Ich gehe einmal da hoch, beziehungsweise versuche ich einmal dort hoch zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, ist da jetzt so ein Eisblock, der mir den Weg versperrt? Das sieht danach aus, ne? Warte mal, eventuell können wir die Kanonenkugeln... Ich hätte eine Idee, aber wahrscheinlich ist sie relativ falsch. Wenn ich das anvisiere... Ne, okay. Wir können sie nicht hochheben. Okay, können wir die Tür jetzt einfach öffnen und... Nee, dann geht er automatisch durch. Wir müssen doch jetzt irgendwie die Kanonenkugel hier zur Kanone bringen, oder nicht? Geht das nicht mit dem Ding hier? Ah, natürlich. Aaron, leg sie doch einfach auf diesen komischen Löffel da drauf. Ja, das wird des Rätsels Lösung sein. Ja, aber sowas von. Dachte er zumindest. Bis sich herausstellte, dass es totaler Bullshit ist, was er gelabert hat. Warte mal. Achso, hier unten ist gar kein Abgrund. Gut, dann... Ja. Dann bringt uns das im Prinzip auch nicht weiter. Es sei denn, wir könnten da rüber. Nein, können wir nicht. Hä? Hä? Aber da konnten wir jetzt doch nicht hoch, oder? Warte, jetzt habe ich das natürlich nicht komplett ausprobiert. Aufheben. Das Ding ist irgendwie Schrott, kann das sein? Oder kannst du den Hebel hier ziehen? Greifen, okay. Wenn wir das greifen, dann geht der Löffel runter, wir können das Ding da reinlegen und dann wieder den Hebel hochziehen. Oder nee, dann können wir den auf der anderen Seite hochziehen, dann haben wir das Ding. Ja, dann haben wir das Ding hier drüben. Aber sowas von. Ja, gerade wurde mir irgendwie nicht das mit dem Greifen angezeigt oder ich war einfach zu dumm, das zu sehen. Keine Ahnung. Vielleicht ein bisschen was von beiden. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Dun dun dun. Dun dun dun. Dun 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 dun. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an... Vicky. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr diese absolut coole Wikinger-Sendung als Kind geguckt habt, aber...
Das mit den Kanonen erinnert mich so ein bisschen daran. So. Okay. Gut, Leute, dann haben wir auf jeden Fall den nächsten Weg frei. Ja. Trotzdem werden wir nochmal in die komplett andere Richtung schießen. Das allerdings erst im nächsten Part, denn wir sehen schon auf der Truhe, wollte ich sagen. Ne, wir sehen auf der Karte, dass sich dort eine weitere Truhe befindet, also schießen wir da nochmal... Einen Moment, dann schießen wir nochmal im nächsten Part in die Richtung und gucken, was sich da befindet. Wir sehen uns dann auf jeden Fall und tschüss.